Einmal kurz gucken, läuft das? Ja. Hallöchen allerseits und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit My Time at Porsche. Und im Briefkasten haben wir heute nichts weiter. Okay. Wie schaut es überhaupt hier aus mit... Irgendwie müssen wir doch noch... Ja, Dicke. Da haben wir noch genug Holz, Wunderbärchen. Stein mangelt es uns ein wenig. Okay. Da haben wir auch erst 3 Holzbretter. Das reicht also noch nicht, um Tier auch auszuliefern. Dann würde ich tatsächlich sagen, gehen wir nochmal in die erste Mine rein. Klingt zumindest nach einer Idee. Oh, und... Was haben wir da? Ach so, der schon wieder. Vielleicht finden wir hier ja auch so einen ganz knuffigen Auftrag wieder. So. Was gibt's denn hier? Nein. Ja, wieder Wooden Storages. Das mag ich ja ganz gerne. Ein geröstetes Fleischchen. Nein. Das hier ist schon das Beste, was ich kriegen kann. Ja, kann ich später machen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit heute. Und diesmal weiß ich auch sofort, was zu tun ist, wenn wir in der verlassenen Ruine sind. Kann ich ja schon mal das hier zur Hand nehmen. Und wir haben auch genug Holz für die Storages. Das ist auch kein Problem. Von daher sollte das eigentlich alles klappen. Ja, gerne. So funktioniert das Ganze doch so langsam. So, dann einmal hier den Scanner anschmeißen. Ah, da haben wir doch schon Sachen. Dann einfach mal schön hineinbuddeln. Irgendwie kommen wir da schon an irgendwas ran. So, jetzt müssen wir noch gucken, wo sind die ersten... Ne, ich glaube, das ist am nächsten, oder? Jo. Ah, gehen wir das mal an hier. Und hoffentlich kommt dann auch bald mal etwas Kupfer, aber erstmal leveln wir auf. Das bedeutet auch etwas mehr Ausdauer. Nicht viel, aber zumindest so ein kleines bisschen. Alte Teile. Okay, das ist ein bisschen weiter. Na gut, gehen wir das mal an. Ist zwar noch ein Stückchen entfernt, aber ein Stückchen kommt irgendwann auch näher. Da haben wir es doch langsam wieder. Und ein bisschen Kupfer kriegen wir auch wieder. Haben wir überhaupt auch schon Zinn wieder erlangt oder das noch nicht? Ah, da haben wir auf jeden Fall einen Powerstone. Haben wir Zinn schon heute? Nein, das ist schade. Und offenbar ist auch das Loch vom letzten Mal wieder zugewachsen, habe ich den Eindruck. So, wenn wir hier fertig sind, können wir auch die Planken nehmen für die Dings, die Holzfarm. Genau. Ach ja, deswegen konnten wir nicht hin, ja. Jetzt erklärt sich's mir wieder. Hatte ich ganz vergessen, den Brief. Und wir bekommen alte Teile.
Okay, hier ist offenbar gerade nichts weiter. Aber da sehe ich was. Gehen wir es an. Na, was haben wir hier? Alte Teile. Oh. Das ist doch gar nicht mal so weit weg. Das kriegen wir doch alles noch. Und noch mehr alte Teile. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal einfach tief buddeln. In der Hoffnung, dass ich da wertvollere Ressourcen bekomme. Also, einfach hier. Ja, Zinn haben wir da schon. Huch, was haben wir denn hier? Ich weiß gar nicht, was wir hier haben. Was bist du? Ach so, du bist der Boden. Das macht Sinn. Dann wundert es mich auch nicht, dass ich nichts weiter gefunden habe. Nee, nicht hierüber, sondern darüber. Einmal zum Eingang und von dort aus kommen wir dann ja raus. Genau, einmal rausgehen. Dann können wir nämlich auch so langsam unsere Sachen hier bearbeiten. Wir haben hier ein einziges Stückchen Zinn, das war alles. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mir da mehr erwartet. Daraus lässt sich nicht so viel Bronze machen. Wie viel kosten überhaupt so eine Upgrades hier? Nur mal so aus reiner Neugierde. Na, wo haben wir es denn? Da ist der Katalog. Worktable. Level 2, da kriegen wir neue Sachen hier. Assembly Station. Nö, das ist irgendwie auch noch nicht so das Wahre. Wo kann ich die Upgrades kaufen? Sag es mir. Albert. Nee, bei dir nicht. Du musst doch irgendwie auch... Ich will doch Upgrades einfach nur für die Dingsbums haben. Na gut, dann geht's eben nochmal hier hin und dann baue ich ein paar Dinge. Einfach, weil ich es offenbar kann. Ich sehe schon, ich brauche dann doch wieder Holz beim nächsten Mal, weil wir hier einiges verpulvern für das, was noch zu bauen ist. Aber da bin ich froh, dass ich nicht zu viele Bretter gebaut habe. Sonst hätten wir nämlich auch ein kleines Problem. So, das nehmen wir auch nochmal entgegen. Joa, perfekt. Dann einmal schwuppdi und vor allem wuppdi. Und läuft das hier weiter oder spart sich das auf? Das ist die Frage. Kann ich ja hier mal gucken. Haben wir hier noch irgendwie Stone Furnace? Hier ist zumindest noch Restlaufzeit. Und die scheint nicht weniger zu werden, oder? Mal sehen, wenn wir hier ein paar Minuten verballern. Nee, das ist nur, wenn es gebraucht wird. Das ist schon mal ganz brauchbar. Wir haben unsere Bretter hier. Ach komm, packen wir mal ein paar Sachen hier weg. Zum Bleistift. Das können wir wegpacken. Apfel
Nein, dich will ich nicht wegbacken. Hier, so eher. Ein bisschen Fur. Und jawohl, auch nochmal hier die Power Units. Warum auch nicht? Aber hier wollte ich nochmal Storages bauen. Upgrade Kit. Achso, von Total Tools. Da muss ich hin. Okay, das ist natürlich auch eine Variante. Aber erstmal Wooden Storages. Ja, kann man nie genug haben. Das Einzige, was ich derzeit für Aufträge gebaut habe. Effektiv gesehen. So, erstmal das Zeitdrängendere. Ah, hier haben wir Ausrufezeichen. Ist es das? Nee. Wo haben wir es denn? Mission. Bedeutet das verfolgen? Nein, will ich nicht. Pin. Ah, so. Na gut, dann gehe ich vielleicht doch vorher nochmal. Welche Person läuft denn hier draußen rum? Das wäre ja schon mal eine interessante Frage. Achso, nur Remington. Nee, Remington ist ein bisschen unwichtig. Da bräuchte ich jemand anderen und ja, die Hühners werden wieder gefüttert und sind munter dabei. Aber erstmal wollen wir hier doch was abgeben. Mir war so, dass da was gebraucht wird. Für die Umzäunung. Und ich habe das Passende dabei. Wunder. Jetzt muss ich nur noch den Verantwortlichen finden. Ah, ja. Oh, danke dir, danke dir. Diese Baumfarm wird bald wieder im Business sein. Komm zu Adi. Komm, Adit. Lass uns arbeiten. Ja. Relationship und natürlich ein bisschen Kohle auf die Hand. Bar auf Kralle. Wie viel haben wir denn jetzt wieder? Wir haben 430. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Fleisch haben wir ohne Ende. Das wird uns so schnell, glaube ich, nicht ausgehen. Oh, wo sind das überhaupt? Kann man da reinkrabbeln? Nö. Schade. Dann möchte ich aber trotzdem noch gucken, ob ich auch meine andere Lieferung heute noch loswerden kann. Ich bin ja ein guter Baumeister. Ohne dass ich Bob heiße. So, hier haben wir noch jemanden. Das ist... Check. Isaac? Nein, da will ich nicht hin. Lee. Wo komme ich hier hin, wenn ich darüber gehe? Gute Frage, nächste Frage. Ah, da haben wir ja Sam. Hallöchen. Du hast bestellt, ich liefere dir. Danke. Wenn du irgendwann in Probleme gerätst, zögere nicht einfach, das Civil Corps zu fragen. Okay. 203, Wunderbärchen. Dann kann man doch auch mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, dass man wieder Dinge erledigt hat. Und ich glaube, die Brücke, die wird auch so langsam etwas näher kommen. Ja, warte mal, was haben wir hier überhaupt noch an Steinchen? Da haben wir Steinchen und... Da, ach!
Leck mich doch sonst wo. Da packen wir noch ein bisschen was rein und dann wird Stein hergestellt, aber so richtig. Ach komm, da machen wir so richtig das Maximum draus. Wenn schon, denn schon. Da kannst du mal auch ein bisschen arbeiten. Tja, dann gehen wir doch mal ab ins Bettchen. Und ich verabschiede mich für heute mal wieder und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid, wenn es wieder heißt in Dattelsheim mit My Time at Portia. Ciao, ciao.